Herzlich willkommen zu einer neuen Lieblingsessen-Folge. Heute ist Lisa dabei. Hello. Der Krautsalat unter den YouTubern. Oh ja. Weißt du, weil ich jetzt Coleslaw ja. Und Coleslaw ist... Ja, und ich habe direkt professionell auf mein Mikro gepatscht hier. Man sieht, ich bin... Das ist egal. Okay. Die Leute haben... Es ist nicht passiert. Wir haben voll oft schon was zusammen gemacht. Wir haben aber noch nie privat was gemacht oder noch nie in YouTube-Zirkeln, sage ich mal, weil du auch immer in Formate eingebunden warst, wo ich dann entweder zu Gast war oder wir uns zufällig getroffen haben oder ich in Formaten eingebunden war, GME... wo du dann zu Gast warst. Ich bin Veganerin seit 5 Jahren ungefähr und das habe ich so vor 2 Jahren entdeckt. Wie lange haben wir Zeit, Freddy? Mach kurz. Ethik, Umwelt, Gesundheit. Quinoa-Salat. Hier muss bestimmt Wasser rein und dann muss das wieder so aufdampfen gehen, Wasser. Quinoa. Genau, aber wir müssen erstmal, Quinoa hat immer so ein bisschen, ist nicht so ganz sauber und deswegen erstmal da rein und unter Wasser sauber machen. Wie viel brauchen wir denn? 100 Gramm, 100 Gramm, ne? Genau. Immer ein bisschen mehr, 150. ASMR, Janina, schlägt wieder zu hier. So. Du sollst doch nicht meine geheime Identität verraten. Ja, die zeigt sich doch in Videos. So. Und wie reinigst du die jetzt unter Wasser? Einmal umrühren, jetzt, oder? Bis sich kleine Urzeitkrebse bilden. Einfach nur so ein bisschen hier, das Gefäß ist ein bisschen klein, aber einfach so ein bisschen hin und her. So wird das gereinigt, indem man es einfach nur ein bisschen hin und her schwingt? Ja, waschen halt, ne? Vielleicht ist das auch so und ich habe das nur mal irgendwo falsch aufgeschnappt. Ich will uns eigentlich nur sehr viel zusätzliche Arbeit machen, weil ich so gerne Zeit mit dir verbringe. Oder du streckst das Video für mich auf 10 Minuten wegen Mid Rolls. Jetzt kommt das da rein. Das ist wirklich, als wenn du gerade Sand irgendwie gemacht hättest, ne? Ja, das ist auch meine vegane Hauptkomponente. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Couscous, Quinoa, dem anderen Zeug? Bulgur. Das kann ich dir sagen, weil ich... Wenn man jetzt schon vegan ist, dann ist man natürlich auch klischeehaft laktoseintolerant und glutenunverträglich. Das bin ich natürlich auch. Deswegen kann ich dir sagen, das hier ist... So weit wollen wir mal nicht gehen, okay? Nichts übertreiben hier im Leben. Nee, das ist nicht auf Weizenbasis und die anderen Bulgur und Couscous schon. Genau, okay. Deswegen, das ist so ein Pseudogetreide. Aber ich habe das... auch Laktose und bin glutenintolerant. Ja, dann kriegst du davon keinen Durchfall. Das erste Mal! Schau, hier steht sogar Quinoa mit Wasser abwaschen. Also ich habe es mir nicht falsch gemerkt. Doppelte Menge, 20 Minuten kochen. Doppelte das heißt, Menge. Wir nehmen jetzt 300 Milliliter. Das ist eine reine Wasserverschwendung hier wieder. Ne? Ja, ist furchtbar. Wie man so gezwungen probiert, negativ zu sein gegenüber veganen Sachen. Totaler Schwachsinn. Peruanischer Quinoa, dann macht ja die lokale Wirtschaft kaputt. Das ist super. Konzentrier dich da drauf. Kann man eigentlich was essen, was auch geil ist für alle Beteiligten und Umwelt? Aber es gibt tatsächlich, habe ich gelernt, weil ich ja immer direkt für alles angepöbelt werde, was ich falsch mache in der Richtung. Es gibt Quinoa aus Deutschland. Okay, wo kommt denn der her? Sachsen. Nee, irgendwo in der Nähe von Münster oder so. Supi, 20 Minuten. Genau, oder so lange, bis er halt fertig ist. Hey Siri, stell den Timer auf 20 Minuten. Okay, 20 Minuten. Cooler Typ. Schöne Hause, Ilja. Die sind allgemein hier in Berlin. Du kannst, wenn du möchtest, hier auf diesem Brettchen eine halbe Gurke klein schneiden. So, und dann die nochmal vierteln. Hab nichts verstanden, aber ich schmür das. Hälfte. Fuck, Alter. Oh je. Okay, dann einmal waschen. Ja, natürlich, vollkommen richtig. Hätte ich eigentlich vorher machen können auch, oder? Jetzt ist es so aufgeschnitten, jetzt ist so eine Seite mit abgewaschen mit so Berliner Kalkwasser. Ja, das ist schon übel. Ich mache nochmal so. So, und jetzt kannst du einmal so und einmal so. Schön. Ich habe viele kleine Kinder in der Verwandtschaft. Kennst du das, wenn du mit jemandem drehst, der deutlich intelligenter ist als du? Dann, das ist bei mir direkt, Vorsicht angesagt. So. Genau, und jetzt kannst du zwei nebeneinander legen. Und dann nochmal kleine. Genau. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber Ilja kennt meine Meinung zu Gurken. Hat er heute Morgen noch mal mitbekommen. Ich glaube ja einfach, Gurken sind das langweiligste Gemüse auf der Welt. Ja, ich hasse Gurken. Ist im Prinzip wie festes Wasser. Ja. Oder? Das ist auch, ich finde die ganz furchtbar, das alleine als Snack zu essen, aber da drin ist das ganz okay. Ja, genau. Oh, guck, genau das meine ich. Das Tolles. Ist das fertige Essen. Guten Appetit. So einfach da rein direkt? Die genau. Okay. Handvoll Salz, okay. Genau, eine ganze ist auch wichtig, damit so ein bisschen... Jetzt halt die Frage, wenn ihr sehr groß seid, halbe Hand. Wichtig, ne? Also ihr kennt mich ja. Ich hab sehr kleine Hände. Da mache ich natürlich... Besuch! Oder wir machen einfach mal eine Postbotenstrategie und stellen uns tot.
Habe ich auch. Wenn ich nicht weiß, was ich bestellt habe, bin ich immer tot. Tomaten, getrocknete, aber eingelegt. Und das ist irgendwie so, fand ich das Gegenteil von einer getrockneten Tomate. Ist es ist ein bisschen nasse seltsam, Tomate. Ne? Es ist eine nasse getrocknete Tomate, genau. Sie ist ein lebendes Paradoxon. Jetzt fängt es an wieder. Vegan. Die kennt noch mehr Begriffe als du. Du alter Raumfahrer. Was ein Perpetuum mobile. Oh, stopp. Ich habe exakt an das Gleiche gedacht, ich wollte es nicht sagen. Weil es nämlich überhaupt keinen Sinn macht auch. Getrocknete Tomaten schaffen freie Energie. Bist du jetzt bei den Grünen oder was? Machst du Wahlsprüche? Ja, Europawahl ist nicht mehr weit weg. Ne? Ich hab gehört, die CDU hat ein paar coole neue Richtlinien fürs Internet. Ich liebe das ja, dass die Messer so gut sind hier. Ich habe zu Hause so ein richtiges... Kann man aber schärfen alles, ne? Ja. Das vergessen ja immer viele. Messer schärfen. Wir haben es ja auch gelernt jetzt. Einfach neue kaufen. Das ist so die Popcorn-Tüte Spinat, die wir gekauft haben. Ja, das ist auch Veganer im Kino. Immer nur das. Wie geil das wäre. Veganer im Kino. Kriegst du deinen Salat? Spinat mit Salz oder mit Zucker? Das ist wieder so ein Sechserpack-Gag, weißt du? Da wäre wieder einer durch den Markt gegangen, so Markus Maria Profitlich und dann so, ah, mega lustig, haha, Leute. Ich glaube, in diesen Humor wächst man rein. Probier es immer wieder. Nein, tut man nicht. Ich liebe dieses Messer, ohne Scheiß. Ich nehme es einfach mit nachher. So, ich bin gerade so glücklich über dieses Messer. Ich bin so, ja, nee, bleib du ruhig mal stehen. Ich bin auch gerade vollkommen irritiert, wie viele Tomaten da rein. Also, ist wirklich ein ganzes Glas? Ja, ich nehme getrocknete Tomaten sehr ernst. Ich glaube, im normalen Rezept wäre das ein bisschen weniger. Für mich sind getrocknete Tomaten das Wichtigste. Das ist der Inhalt meines Lebens. Ich habe sonst keine Freude, lass mir die Tomaten. Okay. Ja, das ist auch eine gute Menge. Man muss nicht übertreiben mit dem Grünzeug. Jetzt habe ich den gewaschen, ne? Ja. Der kommt noch komplett rein? Nein, der das reicht. Das reicht schon? Und ich habe jetzt so viel Spinat. Ja, du kannst ein bisschen mehr machen, ist okay. Ich habe vier Blätter gerade geschnitten. Ich guck, es sieht aus, als würden wir Healthy Food essen. Ist das so dein Ziel immer? Ich mache jetzt veganes Essen, es muss aussehen, als wäre es sehr gesund. Aber es ist doch auch sehr gesund. Es kommt ja noch die Erdnusssoße dazu. Ja, aber das ist doch auch nicht schlecht. Ja, wir wussten leider nicht, was Erdnussmus ist, was man normalerweise reintut. Ja, das ist aber auch Next-Level-Vegan-Shit, muss man schon sagen. Ja, also so weit wollte ich jetzt auch nicht gehen. Ich wollte dir natürlich man darf nichts übertreiben hier. Ich muss aufpassen, dass ich schieb das Messer hier so offensiv in deine Richtung. Es ist ein bisschen Salz mit drin und das Dressing machen wir ja gleich noch extra. Dafür ist ja die Sojasauce und so da. Ist kalt. Das lassen wir jetzt im Frieden da drin. Und dann machen wir uns ans Dressing. Okay, finde ich gut. Neulich habe ich das zu Hause gemacht, dann ist es so ein bisschen daneben gegangen. Und dann warum? Aber weil es dann zu sojasoßig war? Oder zu wenn ich zu viel Sojasauce erwische, dann sehe ich mein Essen manchmal wieder. Deswegen muss man das... Gut, dann machen wir es relativ genau. Ansonsten haben wir... mach mal frei Hand, weil dann haben wir ein gutes Thumbnail. Kotzende Leute sind immer gut für dich. Ja, läuft super. You try so hard and got it. Das ist jetzt das Ding, ne? Dadurch, dass wir hier halt einfach Erdnussbutter haben, ich weiß nicht genau, wie sich das verhält, wie sich das auflöst. Aber normale Soße machst du im asiatischen Raum auch mit normaler Erdnussbutter? Ja. Ja, hab ich zumindest auch schon mal gemacht. Ja, das klar. Aber das ist ja auch relativ weich jetzt schon, ne? Du darfst schon. Ach ja, voll gerne. Ich mache das, mir gehört die Küche. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wie kann ich das denn zweimal? Alles gut, wir reden nicht drüber, was hier gerade passiert ist. Soll das jetzt so komplett sich auflösen? Ja, genau. So, dass es nicht mehr stückelt sozusagen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Agave und Honig? Honig ist nicht vegan. Honig ist Bienenkotze und deswegen ist das... Mach doch den Leuten nicht Honig kaputt jetzt! Hör auf zu sagen, dass Eier Hühnerperioden sind! Oh was? Eier sind Hühner... Stopp! Right here! Milch ist schwangerer Kuhsaft. Eier sind Hühner... Was waren Hühner... Was jetzt? Was sind Eier? Hühnerperioden. Die Erdnusscreme schmeckt schon sehr anders als das Zeug, was ich da sonst reinmache. Ja. Es ist nicht schlecht. Ja, vielleicht das ist gut. Also es würde mich auch freuen, wenn wir jetzt beim zweiten Versuch in dieser Küche endlich mal was Gutes hinbekommen würden. Aber das beruhigt mich, wenn die andere Sache nicht gut war. Boah, ey, das Ding mit Bram, sorry Leute, guckt mal gerne rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das war wirklich grenzwertig, nicht nur für den Löffelkonsum, der an diesem Tag passiert ist, sondern auch für das, was da gekocht wurde. Das ist auch voll das Kontrastprogramm. Das erste Berlin-Ding war Kassler mit Sauerkraut, Kartoffelpüree und Bratensoße zu Quinoa-Salat an Tag 2. Heieiei. Meine Familie enterbt mich auch, wenn sie das sieht. Warum? Ja, das ist, ich verstoße schon mal. Die ist schon intensiv, ne? Meinst du mehr Sojasauce oder dann gibt dein Magen? Ja, nee, ach, das ist im Zweifelsfall, lasse ich euch das essen. Ich habe vorher extra schon zu Hause gegessen. Was stimmt daran? Ich bin mir nicht sicher, ob... Die Erdnussbutter ist schon sehr, also es schmeckt nach dominant. Erdnussbutter mit einem ganz kleinen Touch Sojasauce. Ich finde, das passt auch so. Ich finde es lecker. Okay, du musst das beurteilen. Ja, du auch. Du musst ja auch mal mitprobieren zumindest. Dein Essen. Wo ist mein frischer Löffel?
glaube fast, dass mein Finger frischer war. Ja. Also was mir am meisten gefällt daran, ist der Crunch bei der Soße. Ja, aber ist doch gut. Aber ein bisschen Nüsse ist auch gut fürs System. Ja, so ein Schuss noch. Ich komme ja auch aus so einem Nuss-Ding, blutgruppenmäßig, von daher alles super. Sternzeichen, Haselnuss. Sternzeichen, Haselnuss. Also Bram macht es immer so, das ist die berühmte Zwei-Löffel-Theorie, die habe ich von dem Pietz gelernt. Du brauchst zwei Löffel, ob groß oder klein, egal. Und dann machst du Folgendes, um wirklich hygienisch einwandfrei zu sein. Du hast einen Löffel, mit dem du das, was du probieren willst, rausnimmst. Und dann machst du es auf den anderen, träufelst du aber in der Luft drauf. Und dann kannst du nämlich immer den gleichen Löffel benutzen. Aber ich bin kompliziert, ne? Ja, das ist nicht von mir der Unsinn. Also es sieht lecker aus. Ist halt eine Beilage, ne? Also ich würde es essen. Ja, das ist ja schon mal was. Wenn ich ein Kochformat hätte, wo ich sowas essen sollten würde, dann würde ich es essen. Ist vertraglich verpflichtet hier. Stimmt. Vertraglich? Was passiert denn hier? Aber man sieht richtig das OCD hier, ne? So die Seite. Aber ich muss gerade sagen, es hat mich wirklich auch ein bisschen, es war eine kleine Genugtuung, als du das gemacht hast, weil ich mir dachte, boah, das würde ich auch machen. Das finde ich so gut gerade. Was mich da noch richtig gestört hat, war dieses eine Spinatblatt. Ja, da bin ich auch so ein bisschen. Mich stört das aber auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Gut, danke schön. High five. Wie ich alle Leute dazu bekomme zu High Five in diesem Format, ist fantastisch. Okay, wir haben noch Kürbiskerne drüber gemacht, ne? Ja, ja. Gut. Ach du, mir schmeckt. Ich finde es auch lecker. Es sind aber tatsächlich auch nur Sachen drin, die ich eigentlich sehr lecker finde. Deswegen war mir das schon klar. Habe ich Glück gehabt? Nee, sonst hätte ich es dir gesagt. Achso, okay, gut. Nein, Quatsch. Aber ich glaube, mit Rucola wäre das schwieriger für mich, weil Rucola... Ja. Ist nicht so dein Ding. Du magst Rucola? Ja, also ich finde, der Spinat schmeckt halt relativ neutral, ne? Deswegen kannst du halt reintun für, yay, Vitamine. Aber ansonsten, ich mag den Geschmack halt ganz gerne von Rucola. Aber Rucola geht? Ja. Meine Salatkompetenz hält sich ein bisschen in Grenzen, aber dieser lila Salat, der so mega bitter ist, den kann ich gar nicht. Aber Rucola ist so die Grenze, die noch okay ist. So schmeckt Rucola für mich. Ne? Ist das wie so ein... ich weiß nicht, einfach Geschmacksnerven anders. Aber wie so ein Koriander-Ding quasi? Ja, ja, aber... Kannst du Koriander? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Hm. Boah, wenn bei mir das Kleinste ein bisschen Koriander drin ist. Ja, ne? Aber genau das habe ich mit Rucola. Wenn du so ein bisschen im Salat hast... Schmeißt das Essen durch den Raum. Ist sehr lecker. Sehr lecker. Du, ich danke dir, dass du deine Zeit heute mitgebracht hast, um das zu machen. Jetzt nochmal ein bisschen dieses harte Wasser. Lecker, Wasser. Die veganen Mafia bezahlt. Gurke ist so unfassbar langweilig. Ich verstehe es nicht. Ja, aber oder ich mein, Gurken. Hier macht das halt gerade so, wenn du den im Sommer machst. Ist halt dadurch irgendwie so ein bisschen frisch, sagen dann Leute immer. Das ist aber auch nur so eine Gurkenlobby, die probiert zweifelhaft die Dinger noch irgendwie an den Start zu bringen. Ja. Weil die wissen, in Zukunft wird das schwierig. Seitdem es Zucchini gibt, ne, haben die halt echt einen schweren Start. Ja, ich wollte gerade sagen, Zucchini-Lobby ist strong. Ja, ja. Hat auch das bessere Emoji. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lisa, danke schön, dass du da warst. Sie hat natürlich alles verlinkt von Lisa in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei, abonniert gerne den Kanal, weil immer noch 435% nicht abonniert haben. Unfassbar. Diese Statistiken können auch nur vielleicht Effekt sein, sind auch immer, wie immer, mit Gewehr. Dankeschön, Boris, mit der Waffe im Hintergrund. I love it. Boris steht danke, da. Danke, Heckler und Koch, für die Unterstützung bei diesem Video. Danke, Adblock. Was? Heckler und Koch, habe ich gesagt. Ach, Heckler und Koch, was haben die gemacht? Waffen. Was haben die? Waffen. Waffen? Wenn du gesagt hast, die Boris, machen Waffen? Ja, natürlich. Kennst du die privat? So, ich glaube, die haben viel Geld. Sie finanzieren meine Videos, wir können gerne. Ja, so. Stimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Auf euch. Minzgurkenwasser. Beste. Das ist eine Glasflasche. Sieht nur aus wie Plastik. Tschüss. Haben wir zusammen getöpfert gerade. Guck. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!